Wow. Okay. Ja, das hier ist er, Leute. So ist er verpackt. Das heißt, er kommt tatsächlich in so eine Schachtel. So sieht das Ganze aus. Hier steht Uniforia offiziell Matchball. Dann haben wir hier Uniforia offiziell Matchball UEFA Euro 2020. Und dann haben wir hier eben die Daten London, Amsterdam, Bilbao, Münch, also München, Rom, St. Petersburg, Baku und Bukarest. Sind die Austragungsorte praktisch und dann ist hier praktisch der Ball drin. So, sonst kriegt man das leider fast nicht auf. Schachtel nicht zerstört. Dann kann man es einfach so aufklappen und dann ist der Ball auch schon heraus. Und er ist ziemlich gut aufgepumpt. Ich habe mir den online bestellt, der ist ziemlich gut aufgepumpt, muss ich schon sagen. Er riecht ziemlich arg nach Plastik, muss man auch sagen. Man sieht, glaube ich, auch auf dem Bild, das ist der originale Ball, der hat diese Stoppeln für den besseren Grip. Und es sieht richtig, richtig cool aus. Ja, sieht wirklich richtig cool aus. Wir haben hier auf der Vorderseite praktisch oben stehen Adidas. Dann hier das Logo von der Europameisterschaft UEFA Euro 2020. Dann haben wir hier offiziell Matchball. Dann haben wir hier den Namen des Balls, Uniforia. Und dann haben wir immer hier auf der Seite, also wir haben hier immer so ein Pendel oder wie man das nennt. Und also hier immer so ein Pendel und dann, das ist dann so geklebt. Genau, und wenn wir den Ball dann sozusagen drehen, haben wir immer hier ganz leicht auf der Seite den Namen der Austragungsorte, Glasgow zum Beispiel, Bukarest, also das ist immer auf diesen Enden des Pendels steht dann immer eine Stadt oben. Hier steht zum Beispiel, ich kann es selber fast nicht lesen, es ist sehr grau. Budapest steht hier zum Beispiel noch oben. Es stehen wirklich alle Austragungsorte oben. Und wenn wir den ganzen Ball einfach so einfach einmal umdrehen, haben wir dasselbe. Also das ist einmal da steht Adidas und einmal hier Adidas. Also zweimal Adidas und zweimal Uniforia. Dann haben wir einmal hier das FIFA Quality Logo oben, das wir bei jedem offiziellen Spielball, also bei jedem Ball oben haben, der dieser FIFA Qualität entspricht. Und ja, dann haben wir hier auch Flächen, wo gar nichts oben ist. Es ist eben rosa, grün und blau, das sind die Farben, und schwarz und grau zwischendurch. Und dann haben wir hier noch ein Sticker, also ein Sticker praktisch, ein QR-Code, keine Ahnung, was das genau ist, also was man damit machen kann, weiß ich nicht. Ist mir eigentlich auch egal, das werde ich später dann auch runter tun. Und dann haben wir hier die Größe, Size 5, und dann haben wir hier noch, wo das gedruckt worden ist, wo der Ball hergestellt worden ist, Made in China. Natürlich hier den EAN, natürlich, und das war eigentlich schon insgesamt der ganze Ball. Und ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal am Platz gehen und den ganzen Ball auch einfach mal austesten. Der Ball fliegt extrem gut in der Luft und es fühlt sich einfach wahnsinnig an, mit ihm zu spielen. Er flattert nicht, man muss einfach die Technik beherrschen, um wirkliche Knuckle-Bälle zu schießen, um wirklich Bälle zu schießen, die sich in der Luft komplett bewegen. Ja, er hat eine gerippte Oberfläche, das ist auch der Originalball. Es gibt noch den Top Replic Ball, der hat diese Noppen oben nicht drauf, der Originale schon, und deswegen ist er bei Feuchtigkeit, also wenn man bei Feuchtigkeit spielt, ist er noch um einiges besser als wie der Top Replic Ball. Er hält auch mehr aus als wie der Top Replic Ball. Der Top Replic Ball nach mehreren, ich sag mal 3-4 Monaten, wenn man der aktiv damit spielt, dann ist die Oberfläche des Balls meistens schon kaputt, und der originale Ball, der hält dann doch ziemlich lange. Das Flugverhalten des Balles ist ein Wahnsinn, also der Ball fliegt wahnsinnig gut und das Spiel fühlt sich einfach wahnsinnig super an, und es gibt eigentlich kaum einen besseren Ball, mit dem ich je gespielt habe. Er ist einer meiner Lieblingsbälle, das Design gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ja Leute, also mein Fazit ist, wenn ihr einen guten Ball sucht, der was eine gerippte Oberfläche hat, womit er einfach Wasser, womit man einfach, wenn es nass ist, besser spielen kann, dann ist dieser Ball einfach viel besser geeignet. Oder wenn ihr einen Ball sucht, der was einfach ein gutes Flugverhalten hat, der das macht, was du vorhast, auch sozusagen.
Und dann kann ich diesen Ball auch empfehlen. Vor allem, wenn ihr jeden Tag Fußball spielen geht raus oder fast jeden Tag Fußball spielen geht, dann ist der Ball einfach optimal, weil der einfach nicht so schnell kaputt geht und einfach nach 100 Mal Spielen immer noch gut aussieht. Und ja, wenn ihr aber nur einen Ball sucht, der was einfach für manchmal, ihr spielt manchmal Fußball, nicht dauernd, und das ist auch egal, wenn der irgendwann kaputt ist, dann könnt ihr auch, euch auch durchaus den Top Republic Ball holen. Das ist eine günstigere Version davon, der kostet nur 25 Euro und der ist eben nicht so, wenn es nass ist draußen, ist der ein bisschen rutschiger, der rutscht ja leichter weg und hat aber an sich eine andere Oberfläche, ist aber an sich derselbe Ball, das heißt, er hat nur eine andere Oberfläche, sieht gleich aus, außer eben mit der Oberfläche, mit den Rippen, also mit diesen kleinen Noppen, die man hat, die hat er eben nicht, der Top Replic Ball, und das macht es dann eben aus. Und ja, der Ball wird halt schneller kaputt, weil er, wie gesagt, eben nicht diese hochwertige Verarbeitung hat, aber trotzdem für ein paar Mal spielen, und wenn man sagt, ja, es ist egal, wenn der mal kaputt ist, kann man den definitiv nehmen. Also das ist mein Tipp, müsst ihr euch dann je nachdem entscheiden, was ihr braucht, wenn ihr einen Fußball sucht, ob ihr sowas überhaupt braucht. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war heute mal ein bisschen anderes Video, aber wie gesagt, Leute, und ich habe es schon oft gesagt, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe, und deswegen kam dieses Video heute, und ich würde mich jetzt einfach mal bedanken und danke fürs Zuschauen und ciao, bis ein andermal zu einem anderen Video.